Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von FeedsBeast Infinity World Skyblock Expert Mode zusammen mit dem lieben Lemon Freak. Hallo und auch mit Zellans. Hallöchen. Irgendwann schiebst du das Liebe auch noch davor, damit du mich ein bisschen netter begrüßt. Ja, letztes Mal haben wir es jetzt endlich geschafft, eine Transfer Node zu bauen, wodurch wir jetzt ein bisschen sehr viel Steine schon, 1000 Steine zusammen haben. Dementsprechend ist das nächste Ziel, was wir jetzt haben, einen Generator zu bauen, einen Survivalist Generator, dass wir erstmal wirklich die grundlegenden grundlegenden Strom haben, um dann Wassermühlen zu bauen. So. Und dann halt dementsprechend auch eine automatische Siebanlage, logischerweise. Also, währenddessen sammelt Mike Holz, damit wir gleich Dings sammeln können. Ich sag jetzt irgendwie schon wieder extrem auf Dings und damit wir danach dann die Tinkers Construct Werkzeuge bauen können. So. Erst denken, dann reden. Ja. Also, was uns für den Survivalist Generator noch fehlt, ist eigentlich nur ein bisschen Eisen. Da haben wir hier aber gut was bei rumbekommen. Das sollte sogar schon reichen. Das heißt, das kann ich jetzt mal einschmelzen. Bitte? Ein bisschen ist gut gesagt. Ja, es ist wirklich nur ein bisschen, was uns noch fehlt. So, dann möchte ich gerne mit dem Eimer, der hoffentlich hier irgendwo ist. Ja, da. Ich habe ihn nicht. Irgendwie ist die Wasserquelle ganz schön laut gerade. So, da möchte ich jetzt nämlich gerne einmal unsere Lava-Produktion ein wenig beschleunigen, nenne ich es mal. Ja, ist zu langsam hier. Ja. Denn wir können da nämlich auch. Wir können da auch Lava drunter packen. Und dann ist das ganze Ding ein bisschen schneller. Und das gefällt mir ehrlich gesagt besser. Nein, Stein bleib hier. Gut. Ja. Das heißt, ich brauche einen neuen Half-Slab. Also wir haben noch 22 Stück. Sollte jetzt reichen. Erstmal sollte es reichen, mit Glück, ja. So, dann muss ich die Wasserquelle jetzt wegnehmen. So. So, dann die Wasserquelle wieder zurückpacken. Kann ich auch da rein? Kann ich nicht da reinpacken? Jetzt brauche ich noch einen Eimer Lava, der da drunter kommt. Und wir haben zweifache Schmelzgeschwindigkeit. Theoretisch könnte ich auch wieder hier Dirt machen, oder nicht? Kannst du nebenbei auch immer mal wieder machen. Aber dann kannst du dir eher mal einen Compressed Hammer machen und einfach Gravel vorbereiten. Dass wir einfach von Gravel, Sand immer so ein bisschen was da haben. So. Ich wollte jetzt mal ganz kurz hier nachlegen. So. Hier ist es ein bisschen still gerade. Wo ist denn die Charcoal hin? Hier reingepackt? Ja. Okay. Weißt du noch, wie der Compressed Hammer geht? Nein. Bau dir 9 normale Hammer. Das weißt du aber noch, wie das geht, oder? Warte mal, ich muss Sticks machen. Guck dir das Rezept sonst an. So. Dann brauche ich sehr viele Steine für 2 Öfen. Ich baue uns auch mal eine neue Workbench. Oder 2, die ich gerade aus Versehen gecraftet habe. Ja, ich packe mir hier drüben mal eine hin. So. Denn wir brauchen ein paar von denen hier, um uns 2 normale Öfen zu bauen. Oder komm, machen wir gleich mal 4 normale Öfen draus. Dann können wir hier die Slab Furnaces auch mal ausmustern. Irgendwann habe ich harten Clay gebrannt. Wofür auch immer ich das gemacht habe. So. Dann fehlen uns jetzt noch 2 Redstone, 3 Redstone. Ein bisschen Eisen. Hier. So. Ich habe jetzt halt ein paar Hämmer mehr gemacht.
Ist egal, wir brauchen die noch zu Genüge demnächst. So, jetzt habe ich Compressed Hammer. Ja, und mit dem kannst du jetzt Compressed Sachen auch abbauen. So. Dann brauche ich noch Eisen ein. Und ich glaube, das war... Nee, ich brauche noch Holz. Kommuniziere mit mir. So, jetzt, jetzt habe ich Compressed Hammer. Genau, und jetzt kannst du einfach Compressed Kabel machen und den Compressed Kabel einfach klein hacken. Also, Pisten. Dann drei von denen. Was fehlt mir da noch? Genau. Ja, aber komm bitte nochmal vorher her. Denn ich möchte dir eine andere Erneuerung hier bei uns zeigen, die ich eben schon hingekriegt habe. Achso, okay. Gut. Ja, dann zeige ich ihm das wann anders. Denn ich muss jetzt hier einmal den Generator bauen. So, den Generator muss ich nochmal gucken, wo ich den hinsetze. Ja. Gut, der Generator alleine bringt uns leider noch nichts. Dementsprechend müssen wir jetzt einen Metal Former uns angucken. Okay, wie kann man, was kostet ein Automatic Sieve? Electrum Gear und Invar. Invar. Nickel-Ohr und Eisen, theoretisch ist das dann. Ist ja wieder da. Okay. Ja, ich hab, was ich eben meinte. Wenn du mal herkommst. Moment. Ja. Und 7 kannst du dann halt auch compressed, weil wir haben jetzt die Möglichkeit. Ist halt zeitsparend. Wenn du hier mal eben reinguckst. Warum ist jetzt die Lava unten? Das erkläre ich dir gleich. Oh, ja, am besten die Form wieder reinpacken. Das ist jetzt eine Form, um Zahnräder zu gießen. Okay. Denn für den Survivalist Generator brauchte ich ein Zahnrad, den ich jetzt auch schon gebaut habe, aber ich stelle ihn noch nicht auf, weil er bringt uns noch nichts. Und hier drunter habe ich Lava gepackt, weil das die doppelte Schmelzgeschwindigkeit bringt. Deswegen. Falls du das verstanden hast, was ich meinte. So halbwegs. Der Crucible hat eine Geschwindigkeit, wie schnell er Lava durchschmilzt. Okay. Und durch die Lava, die da drunter ist, haben wir einen 2-mal-Multiplikator. Also zweifach Geschwindigkeit. Und mit einer Fackel haben wir nur einfach Geschwindigkeit. Das heißt, das Ding ist jetzt doppelt so schnell wie mit der Fackel. Gut, dann... Das ist einfach Compressed Gravel und den nochmal abbauen. Nee, den, also den Gravel kannst du eigentlich durchsieben. Ja, wir brauchen eigentlich speziell gerade nichts. Wir müssen von allem was haben. Anderes Sieb? Das Heavy Sieb ist dafür da. Gut, dann jetzt die nächste Lektion. Heute kriegst du viel an den Kopf geballert. Muhahaha. Danke. Wie man schlafen geht. So, nee. Wenn man nämlich Nickel oder Ferrus, das ist beides das gleiche, mit Eisen zusammenpackt und zusammenschmelzt, kriegt man Ferrus und Nickel, genau. Ferrus und Nickel ist das gleiche. Wenn man das mit Eisen zusammenpackt, bekommt man da Invar raus. Du hast ja gut was rausbekommen. Ja. Also Invar ist ein Mischding. Wenn du hier mal reinguckst, siehst du das gleich. Unten ist Magic Controller. Zack. Da ist jetzt 15 Invar drin. Das ist halt aus Eisen und Nickel entstanden. Aha. Weil ich möchte jetzt nämlich gerne ein Sieb bauen. Ein automatisches Sieb. Da können wir zumindest schon mal ein bisschen was automatisch durchsieben. Wobei, das bringt eigentlich nichts, oder?
Ich bin mir überlegen, weil eigentlich lohnt sich das Heavy Sieve um einiges mehr. Oder wir nehmen erstmal das stinknormale Sieb. Ja, komm, wir nehmen erstmal das stinknormale Sieb. Das andere Heavy Sieve, da würden wir Stahl für brauchen. Oder 18, 20 Eisen. Nee, wir nehmen das Sieb jetzt, was ich habe. Wir haben nur leider keine Strings mehr. Ich infiziere nochmal einen Baum, damit wir wieder Strings bekommen. Okay. Ja. Also den vordersten hier bitte nicht abbauen. Dann brauche ich noch Elektrum. Wie viel braucht man da für? 4, das heißt 2 Teile Gold, 2 Teile Silber. So. Das sollte... Der Hammer ist doch gut zum Abkillen. Bitte? Der Hammer, der Kompresshammer ist doch gut. Das kann gut sein, das weiß ich gar nicht, wie viel Damage der macht. Ja, es sind 6 Damage. Lalala. Wool of Bed habe ich bekommen. Kannst einfach eine Kiste reinschmeißen. Okay. Das ist Fledermaus-Wolle, heißt es, glaube ich, übersetzt. So, das habe ich. Dann brauche ich jetzt nur noch das Gear gleich. Na los, schmilz bitte schneller durch. Und ich brauche Strings. 4 Stück habe ich, 9 brauche ich insgesamt. Ja. Gut. Das wird noch einen Augenblick dauern. Verdammt! Na los, schmilzt durch. Und Mike, nächste Lektion. Wieso? Gold und Silber ergibt Elektrum. Also ist. Nein, kannst reinpacken wieder. Ich brauche jetzt ein Elektrum-Zahnrad, deswegen. Also das sind so Sachen, es ist einfach, wenn du irgendwo siehst Invar, das wird irgendwie zusammengemischt. Und das gleiche auch bei Elektrum. Das reicht, wenn du dir das merkst. Okay. So. Ja, jetzt fehlt uns nur noch die Strings. Dann haben wir ein automatisches Sieb. Zwar extrem langsam, aber wir haben ein automatisches Sieb. Ich habe jetzt 5 Strings. Ernsthaft? Ja, ich brauche Strings. Gebet mir Strings. Auch keins rausbekommen. Ey, mobb mich jetzt hier nicht. Ich kriege keine Strings raus. Ich werde gemobbt. Gut, dann kümmere ich mich weiter um den Metal Former. Dafür brauchen wir einiges an Kupfer. Wir brauchen eine Sample Table. Gut. Für den Assembly Table brauchen wir ein Diamantgear. Willst du mich verarschen? Wie viele Diamanten haben wir? 1. Gut. Wir müssen Gravel 7, Mike. Okay. Hä, wir brauchen Diamanten. Und das leider nicht in zu geringer Menge. Ich wusste es. Ja. Aber wir brauchen 5 Diamanten für den Assembly Table. Gut, Obsidian ist das geringste Problem, das kriegt man schnell hin. Und einen Redstone. Den Redstone sollten wir eigentlich sogar noch haben, ja. Gut, da brauche ich nochmal 5 Diamanten, also wir brauchen 10 Diamanten. Ach du Scheiße. Ich werde jetzt aber nicht wegen den letzten paar Minuten noch einen Zeitraffer anfangen. Ergo müssen wir jetzt einfach mal gucken. Ja. Ich glaube, ich werde einfach gleich das, Tobi, guck mal. Sieb noch aufstellen. Ja, was? Bogen.
Achso, ja, kannst du die auch bauen. Ich hab ihn aufgesammelt. Achso. Ja, kannst du die auch bauen. Die Diamanten zusammensammeln, das wird nervig. Aua. Aber ja, ich hab das zusammen. Das heißt, das Ding, komm mal mit. Wir haben jetzt nämlich gleich ein automatisches Sieb. Wenn du hier reinguckst. Ja. Automatic cool. Sieb. So, dann brauchen wir nochmal ein bisschen Brennstoff. Nehmen wir einfach mal ein bisschen Kohle für. Lieber ein bisschen weniger. Ich würde sagen, wir stellen ihn erstmal temporär hier irgendwo mit auf, oder? Ja. So, so. Wenn wir jetzt hier Kohle reinpacken, dann brummt der so schön. Erzeugt Strom, packt den Strom hier drüben rein. Also ich glaube, genau, der erzeugt 5 RF pro Tick und verbraucht da 40 RF. Also theoretisch müssten wir 8 Stück von den Generator bauen, damit das Sieb auf Volllast läuft. Aber ich werde da jetzt einfach mal ein bisschen Gravel reinschmeißen, damit wir mit Glück ziemlich schnell Diamanten bei rumbekommen. Weil, wie gesagt, 10 Diamanten brauchen wir. Und das ist ein bisschen frustrierend, wenn man sich das so überlegt. Das ist echt frustrierend. So. Den Stein nochmal wieder zurück. Hä? Oh, der Drawer ist voll. 2048 ist das Maximum. Also hier sieht man jetzt so schön so ein paar Partikel, dass das Zeug durchgesiebt wird. Und wenn es jetzt irgendwann dann gleich mal durchgesiebt ist, Betonung auf irgendwann, es ist verdammt langsam, logischerweise, es läuft halt nur auf ein Achtel der Geschwindigkeit. Na, 3, 2, 1, 0. Und wir haben ein Broken Iron Ore rausbekommen. Gut, das heißt, nächste Folge müssen wir ein bisschen sehr viel sieben. Ja, das ist... ja. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Das ist immer so ein bisschen frustrierend. Aber gut, nächste Folge werden wir sieben, dass wir die 10 Diamanten zusammenkriegen, das Redstone, dass wir den Laser bauen können. Damit wir dann hoffentlich auch den Metalformer bauen können und so weiter. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.